Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Und das Ganze schließt, dieser Abschnitt schließt im Kapitel Augen mit einem gelben Kasten Augenmittel anwenden. Ich lese vor. Augenmittel anwenden. Bevor Sie ein Augenmittel anwenden, sollten Sie sich die Hände waschen und die Augenlider reinigen, damit keine Salben oder Sekretreste daran haften. Wärmen Sie das Mittel einige Minuten in der Hand oder Hosentasche auf Körpertemperatur an. Kalte Präparate steigern den Tränenfluss und beschleunigen damit den Abtransport der Tropfen. Außerdem lässt sich aus Kunststofffläschchen leichter ein Tropfen herauspressen, wenn sie angewärmt sind. Die meisten Menschen schließen unwillkürlich die Augen, wenn sich ein Gegenstand den Augen nähert. Das Eintropfen gelingt daher am besten, wenn Sie mit weit geöffneten Augen nach oben schauen. Dabei sollten Sie mit der unterstützenden Hand das Unterlid nahe dem Wimpernansatz ein wenig herunterziehen und mit der anderen Hand den Tropfen von schräg oben in die im Unterlid entstandene Tasche geben. Währenddessen sollte die Tropfflasche oder der Tropfer immer möglichst senkrecht gehalten werden, um die richtige Tropfengröße zu erzielen. Auf die gleiche Weise lassen sich Salbe oder Gel ins Auge bringen. Wenn Sie danach die Lider langsam schließen, in Klammern nicht zukneifen, und mit den Augen rollen, verteilt sich das Mittel gleichmäßig. Außerdem wirkt es länger auf die Augengewebe ein, wenn Sie die Augen anschließend mindestens eine Minute geschlossen halten. Eine längere Einwirkungszeit erreichen Sie auch, wenn Sie nach dem Eintropfen mit Daumen und Zeigefinger 1 bis 5 Minuten lang den Nasenknochen am Augeninnenwinkel drücken. Damit blockieren Sie die Tränenwege, durch die der Wirkstoff abtransportiert wird. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass weniger Wirkstoff in den restlichen Organismus gelangt. Achten Sie darauf, dass weder der Tropfansatz noch die Hülle der Tube das Auge berühren. Sonst geben Sie möglicherweise mit jeder Anwendung des Medikaments Krankheitserreger weiter. Aus dem gleichen Grund sollen Augenmedikamente auch nicht von mehreren Personen benutzt werden. Wenn Sie verschiedene Augenmittel anwenden müssen, sollten Sie zwischen der Gabe eines jeden Mittels jeweils 15 Minuten verstreichen lassen. So, das war der Teil Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Im Kapitel Augen geht es weiter mit Erkrankungen der Makula. So, das ist relativ kurz, da kriege ich gute Laune, das war heute relativ lang. Mein Zeichen ist drin, das Papier ist drin. Das war's für heute. Tschüss.